Und schon sind wir in unseren Resten. Es ist nur ein Rest. Ein Rest. Es ist sehr beschränkt dieses Mal. Wir hatten ja gesagt, wir wollen auf jeden Fall noch hören, was unsere lieben Freunde aus dem Hause Fandom House auf dem kommerziellen Markt gerissen haben. Sie haben nämlich für Holysoft, wie Holysoft das ja gerne macht, Produktionen quasi aus der Hand geben und fähige Produzenten zu beauftragen, was Holysoft ja bei den Klassikern vor allem macht, eben aus den Stoffen was zu machen. Und so hat Holysoft die alte, gefühlt uralte Serie Videospielhelden wieder aus der Versenkung geholt und hat Fandom House ein Hörspiel machen lassen zu House of the Dead. Ein Videospiel, das ich nicht kenne, ich bin aber auch kein großer Videospiel-Nerd, deswegen ist das sagt nichts aus. Ich habe mit leidenschaftlich Unreal damals gespielt und Quake und da hat es aber dann irgendwie auch aufgehört. Und House of the Dead ist so ein Ego-Shooter, ne? Bei dem es darum geht, Zombies abzuballern mit so ein bisschen Hintergrundgeschichte. Es ist natürlich schwierig, da irgendwie ein Hörspiel draus zu machen. Es wurde dann eine Geschichte gebastelt, inwiefern das ist, das hat ja auch mehrere Teile, inwiefern das jetzt angelehnt ist an einen von den Teilen, weiß ich nicht, um einen jungen Mann, der auf eine Insel kommt, wo ein Rave stattgefunden hat. Und auf dieser Insel gibt es dieses House of the Dead in der Mitte dieser Insel, wo ein Wissenschaftler herumforscht und diese Toten produziert, mehr oder minder. Das Ganze hat noch einen tragischen Hintergrund. Dieser Mann, der ist nämlich schon sehr, 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 sehr alt und also da gibt es dann quasi noch so einen historischen, wirklich quasi historischen Hintergrund hinter dem Ganzen, was aber eigentlich wirklich nur diese Zombie-Geschichte letztlich einrahmt und dann am Ende halt, ja, zu einem sehr merkwürdigen, gestreckten Finale führt. Ja, das mich leider nicht überzeugt hat. Ich fand die Geschichte teils hanebüchen, teils merkwürdig konstruiert. Also gerade wo es um diese Hintergrundgeschichte geht, das wird halt, ja, wie es halt im Videospiel wahrscheinlich auch ist, einfach so beigegeben. Also das wirkt nicht so wirklich verwurzelt und wirklich wichtig das genug, dass man das erzählen muss quasi. Ja, also, ja, auch so merkwürdige Elemente, also dieser Rave, der da irgendwie überhaupt mit reinpasst, also das ist so alles so ganz merkwürdig. Ja. Also das hat so irgendwie gar keinen roten Faden, das ist so wirkt irgendwie so aus verschiedenen Storys zusammengesetzt. Ja, und, wie ein Videospiel und da liegt halt der Hund begraben, finde ich schon, ja. Also weil diese Videospiellogik halt in dem Fall überhaupt nicht aufgeht, also das funktioniert halt irgendwie als Prosastück quasi oder als erzählendes Hörspiel funktioniert das halt nicht wirklich und das killt halt leider relativ früh für mich das Hörspiel und deswegen, das hat mich echt nicht gekriegt. Ja, also ich war auch, also spätestens als sie auf die Insel zu diesem verlassenen Rave kommen, war ich irgendwie draußen. Also das war dann, und als dann noch dieser Wissenschaftler auftauchte und es dann in eine ganz abstruse Richtung ging, also die mit dem davorigen kaum was zu tun hat, also bis auf diese Zombie-Geschichte halt. Ja, ich fand es auch sehr merkwürdig. Also das war mir zu zusammengestoppelt und nee, das hat mich tatsächlich gar nicht gerissen. Ja, und dann dieses gestreckte Ende, das fand ich auch merkwürdig, dass dann quasi im Zeitraffer noch weitererzählt wird, das hat leider echt nicht funktioniert. Das ist schade, also ich hätte jetzt eigentlich was Straighteres erwartet und wahrscheinlich wäre das, finde ich, auch irgendwie besser gewesen und hätte besser zu dem Genre irgendwie auch gepasst. So hat man sich da vielleicht ein bisschen irgendwie verrannt in der Geschichte, gefühlt. Kann sein, ja. Aber wie gesagt, ich kenne auch das Spiel. Genau, ich wollte gerade sagen, keine Ahnung. Vielleicht gefällt das ja den Leuten, die das Spiel total gern gespielt haben. Und da sind jetzt diverse Hints verborgen, die wir als Hörspiel-Nerds sind wir schon, ne? Video-Hörspiel-Nerds, genau. Und so hakt das halt, also generell bei der Reihe, bei der Reihe hat Blood Rain, fand ich furchtbar. Far Cry war ganz entsetzlich. War da nicht eins, wo der Til Schweiger vorne auf dem Cover ist? Genau, ja. Ja, wie bei der Verfilmung. Das ist doch auch von Boll verfilmt worden, garantiert. Hier, House of the Dead ist auch von Boll verfilmt worden. Das erklärt vieles. Die sind alle von Boll verfilmt worden, glaube ich. Gibt, glaube ich, kein Videospiel, nein, das stimmt auch nicht. Hier, Heinrich Böll, ach nee, das war Heinrich Böll. Das ist jemand Heinrich anders. Boll. Heinrich Böll. Heinrich und Uwe Boll. Boll Brothers. Genau, einer hat einen Literaturnobelpreis gekriegt und der andere nicht. Ja, der andere diverse Himbeeren bekommen, oder? Genau. Wahrscheinlich. Bestimmt. Ich wäre enttäuscht, wenn nicht. Ja. Ja, fand ich nicht so dolle. Nee. Müssen wir ehrlich sein. Oder muss leider nicht. Hm.
Es tut mir ein bisschen leid um Ja, die mir Jungs, auch. aber ich weiß aber allerdings auch nicht, was sie jetzt konkret da damit gemacht haben. Haben die das ganze Ding produziert? Haben die das Skript gemacht oder haben sie nur produziert? Nur oder nur Skript? Keine Ahnung. Ich hätte jetzt Ja. aber auch getippt, dass sie das Ding bearbeitet haben. Aber ich, Spekulation, ich weiß es nicht. Wenn ihr mehr wisst, immer raus damit. Genau. Ja, so viel zu unseren Resten. So, Genau. dann macht's gut. Ach nee, wir müssen ja noch ein bisschen. Nuss haben wir noch. Nuss, genau. Ein paar Nuss. Zu den News. Also wir haben ja einiges mal zusammengesammelt. Apropos News, es gibt auch einen Newsletter, den ich neuerdings verschicke, weil einige dann doch immer gefragt haben, sagen, oh, wir kriegen nichts mit und du machst ja nur auf Twitter und ja, das stimmt. Und daher habe ich gedacht, naja, also wer jetzt unbedingt Hörspiel-News haben will, ob ich die jetzt nur für den Orcast zusammensammle oder ob ich die dann auch einmal die Woche oder alle 2 Wochen mal rausschicke, kann ich ja dann auch mal machen. Also kurzer Rede, langer Sinn. Hier könnt ihr das Ganze auch bei mir abonnieren auf der Hörspieltipps.net. Mach Findet das. ihr schon. Legen wir los. Nacht von Ethel Adnan ist Hörspiel des Monats August geworden. Das Hörspiel wurde von der Jury der Akademie der Darstellenden Künste gekürt und wird jetzt natürlich dann entsprechend auch nochmal im Radio zu hören sein. Und es ist, glaube ich, sogar für den deutschen Hörspielpreis nominiert. Sollten wir das vielleicht mal hören, ne? Ja. Dann gab es News von Audible, wie immer sehr, sehr kurzfristig. Und zwar wird es eine zweite Staffel von Alien geben, die am 21. September unter dem Titel Fluss des Todes rauskommen wird. Wir sind gespannt, wir waren ja nicht so angetan von Teil 1. Vielleicht ändert sich das ja mit Teil 2. Mal gucken. Ja, dann hat Titania Medien schon mal blicken lassen, was es im ersten Halbjahr 2018 an neuen Hörspielen dort gibt. Es wird eine Doppelfolge im Gruselkabinett geben mit dem Titel Sweeney Todd, der teuflische Barbier aus der Fleet Street. Das ist ein Hörspiel, das Mark Gruppe sich selbst erdacht hat. Dann gibt es noch ein paar Literaturbearbeitungen im Gruselkabinett. Im März kommt Das älteste Ding der Welt von Willi Seidel und Bridget Bottom von Amish Northcote, würde ich sagen, oder? Amis? Amias. Amis Ja. Northcote. Im April gibt es Das Königreich der Ameisen von H.G. Wells und das Hörspiel Aus finsterer Tiefe von Robert E. Howard. Bei Sherlock Holmes tut sich auch was. Es gibt zwei Pastiches, also wieder zurück oder weg von den Sehr Originalen, schön, finde wieder ich hin zu super. den eigenen Sachen. Das graue Haus und die quietschende Tür, die kommen dann im März und April. Da freue ich mich sehr drauf. Das finde ich Ja. sehr, sehr cool, dass sie das doch noch machen. Und auf Sweeney Todd bin ich auch sehr gespannt. Und natürlich aufs Königreich der Ameisen. Ja. Freue ich mich. Dann geht es auch bei Dorian Hunter weiter und es gab so einen kleinen Ausblick. Da gibt es die Folge 36 am 1. September auf der Santa Maria. Dezember. Dezember, habe ich September gesagt. Dezember. Das klingt eher so nach Schlager. Ja, Hätten sie um es doch Satan Maria nennen sollen. ja, Und stimmt. dann geht's nächstes Jahr weiter mit der 37 am Rio Negro und der 38 Marucha Das die mit und den grünen Augenbrauen? was? Ach, aha, die Raverbraut, ja. Ha, genau. Am Schenkel. 2.3. und am 1.6. und dann am 7.9. gibt es die 39 Jana Turmania, Turmania, Turma, Turmanyay. wat? Turmanyay, würde ich sagen, oder? Turmanyai, okay, Turmanyai, So genau. irgendwie. Bei der Lauscher Lounge gibt es Neues. Die Lauscher Lounge podcastet jetzt auch. Sie hat gleich 4 Podcast-Kanäle mit unterschiedlichen Dingen. Es gibt Hörbücher, es gibt eine neue Veranstaltungsreihe der Lauscher Lounge, die heißt Erwachsene lesen Dinge, die sie als Kind geschrieben haben. Und das führt die live auf und das wird dann auch immer nach und nach in den Podcast wandern und es gibt einen Hörspiel-Podcast, wo also die Hörspiele der Launcher Lounge auch jeden Donnerstag in Einzelteilen downloadbar sind. Los ging es mit der Trek nach Westen, da hat es jetzt im September, ich glaube, 6. September ging es los und da gab es seither jeden Donnerstag einen Teil. Ich weiß noch nicht, was danach kommt, aber lasst euch überraschen. Den Podcast könnt ihr auch im Feed bei Hörspieltipps.net unter den kostenlosen Hörspielen abonnieren. Also wenn, dann habt ihr jeden Donnerstag automatisch auf dem Smartphone oder wo ihr immer den Podcast abruft, das neueste Werk online oder offline, je nachdem sogar. Ja, dann gab es ja sehr erfreuliche Nachrichten und zwar hatten wir ja schon angekündigt, dass es eine zweite Staffel von Kilroy Was Here, dem
verdammt hörenswerten Stück von Robert Wieber zu hören gibt beim SWR 2. Und jetzt ist auch ein Termin bekannt, nämlich im Dezember 2017 wird es weitergehen. Genau am 5. Dezember gibt es jede Woche eine Folge, und zwar sechs. Weihnachten ist allerdings Pause, also es sind 2 oder 3 im Dezember. Dann ist Weihnachtspause, dann geht es im Januar, kommt dann der Rest. Genau, insgesamt 6 an der Zahl. Und ja, also wir freuen uns wie Bolle. Wir fanden die erste Staffel ja großartig. Wir haben ja mit nochmal einen Hinweis, Robert Wieber, ein sehr, sehr schönes Interview geführt. Das finde ich immer noch sehr, sehr hörenswert ist. Da könnt ihr auch gerne nochmal reinhören, wenn ihr wollt. Das war sehr erhellend über das Radiohörspiel im Allgemeinen und. Und jetzt kommt eben Kilroy nochmal. Sehr schön. Dann wurde der Günter-Eisch-Preis verliehen. Friederike Mayröcker hat ihn bekommen und es gibt ein Interview mit Wolfgang Schiffer, der den Juryvorsitz inne hat. Der spricht über die Autorin und ihre Hörspiele. Ist ganz interessant, könnt ihr euch beim MDR downloaden oder zumindest nachhören. Link findet ihr natürlich auch bei uns im Blog dann. Dann steht ja nächstes Jahr auch wieder der Deutsche Hörbuchpreis wie jedes Jahr an und die Ausschreibung ist jetzt gestartet. Das heißt, bis 20. Oktober können Produzenten, Verlage, wer auch immer, Produktionen einreichen. Ja, Prozedere ist das gleiche wie im letzten Jahr. Es gibt allerdings den Herculino wohl nicht mehr oder Herkules oder beides vielmehr. Es gibt aber jetzt einen WDR-Publikumspreis. Also der ist neu. Man kann also trotzdem weiterhin abstimmen, auch wenn es jetzt einen anderen Namen trägt. Cornelia Funke hat ein neues Drachenreiter-Hörspiel ersonnen und das wird bei Atmende Bücher veröffentlicht werden im Oktober und sie wird das Ganze auch vorher schon mal in der Uni Hamburg vorspielen. Also alle Hamburger, guckt mal, ob ihr da nicht vorbeigehen wollt. Ist bestimmt ganz interessant. Also sie hat Schauspieler vor Ort, die Szenen aus dem Hörspiel aufführen werden. Sie wird auch als Interviewgast zur Verfügung stehen und auch Fragen aus dem Publikum beantworten. Das Ganze findet am 21. Oktober in der Uni Hamburg statt. Mehr News findet ihr dann auch, wenn ihr den Link im Blog klickt, da ist dann alles hinterlegt. Jo, dann gab es eine Nachricht, eine erfreuliche von der Winterzeit, und zwar wird es die Twilight Mysteries, die ja eigentlich hätten eingestellt werden sollen, also nicht die Serie, sondern die CD-Pressung, und die wird es jetzt doch weiterhin auf CD geben. Und wir freuen uns sehr, denn da ist nämlich Pop in die Bresche gesprungen und hat das Ganze übernommen. Und die erste Folge aus dem Pop-Hause, die wird es ja schon am 25. September geben. Portum heißt sie übrigens. Genau. Folge 7 ist es. Ja, nochmal zurück zur Lauscher-Lounge. Da könnt ihr auch, wenn ihr Bock habt, ein paar Jobs bekommen. Die suchen nämlich freie Mitarbeiter für Aufnahme und Postproduktion im Bereich Hörbuch und eine Teilzeitmitarbeiterin oder Mitarbeiter als Projektmanager im Bereich Podcast und Hörbuch. Stimmt, interessant. Ja. Aber es ist halt Berlin. Berlin? Ja, die Sachen so in der Provinz. Ich weiß nicht, warum die das hier nicht zentral in Deutschland machen. Immer da drüben irgendwo. Wo nichts ist. Kein Wunder, dass sie da Leute finden. Ja, in Berlin gibt es ja wenig Leute, das stimmt. Ja, eben. Das ist ja Brandenburg, oder? Berlin, ja. Brandenburg. Ja. Immer an Reinhard Grebe denken. Das wird auch nie aufhören. Genau, bei Thüringen genauso. Stimmt. Da essen sie noch Hunde. Nach altem Rezept. Dann zum Vollplayback-Theater. Das feiert nämlich Jubiläum und wird auf Jubiläumstour gehen. Ab 19. September um 10 Uhr gibt es Tickets zu bestellen. Also ab heute. Ja, genau, ab heute. Ab heute. Also wenn ihr es hört, schon länger. Also ab gestern, wenn ihr es hört, oder vorgestern. Je nachdem, wann ihr es hört. Bestimmt. Ja. Und ja, genau, auf vpt-show.de gibt es auch ganz, ganz viele Termine. Also sie haben wirklich da ein ordentliches Programm zusammengestellt. Ich habe gleich schon 2, wo ich hingehen könnte. Das ist auch schon, wird wahrscheinlich auch vorbeigehen. Ich muss mal gucken. Das wird bestimmt bei mir wieder ein bisschen schwierig werden. Krass, da ist einer schon ausverkauft jetzt. 2 sind schon ausverkauft. Wie schnell geht denn das? Wuppertal-Riedelhallen und Große Freiheit in Hamburg. Da habe ich sie einmal gesehen, das war der Hammer. Ja, also beeilt euch. Ja, dann macht ihr das. Das kann eng werden, ja. Stehen auch wieder die ARD-Hörspieltage bevor. Es gibt ein vorläufiges Programm und das könnt ihr angucken. Ist online mittlerweile seit einigen Tagen. Ja, sind einige interessante Sachen dabei. Ich habe dummerweise wieder so ganz, ganz blöd nur Zeit dafür. Ich werde wahrscheinlich diesmal nur mittwochs da sein. Das ist ganz merkwürdig. Mhm. Aber da ist eine interessante Veranstaltung, die den ganzen Tag läuft, ein Symposium über die Kritik im Netz und die Kritik insgesamt am Hörspiel. Das klingt zumindest ganz interessant. Ja, schau mal.
Ja, dann apropos ARD-Hörspieltage, es gibt natürlich auch dort die Wettbewerbe um die verschiedenen Preise, die dort ausgelobt werden, vom Deutschen Hörspielpreis zu ARD Online Award und so weiter. Und für diese beiden Preise sind schon mal die Nominierten bekannt. Und zwar ist das Broken German von Thomas Gadi, ist die Einreichung vom Südwestrundfunk. Der Goldene Handschuh von Heinz Strunk ist die Einreichung des NDR. Deutschland 2071 kommt vom WDR. Die Liebe sucht ein Zimmer ist von Radio Bremen eingereicht worden. Die verlorenen Söhne von Robert Schön kommt vom HR. Diensterklärung von Chris Ohnemus ist die Einreichung des Saarländischen Rundfunks. Gold Revue ist von Jan Wagner und kommt vom Deutschlandfunk. RBB bringt lieber Nicolas Berggruen ein Hörspiel von Ulrike Müller in den Wettbewerb ein. Der ORF hat Peter Kaisers Nur kurze Zeit noch im Wettbewerb eingereicht. Der MDR hat Frank Naumanns Pfarrer Weltsprech und Dr. Hoffnung. Und BR kommt mit Dominik Buschs Unsere Fahrräder wiegen nichts und kosten ein Vermögen. Und last but not least, der Schweizer Rundfunk und Fernsehen hat Lukas Hollingers Verfluchtes Licht in den Wettbewerb eingereicht. Ja, so ein paar Hey, Sachen haben wir ja 12 gehört, Stück. tatsächlich mal. Tatsächlich einige dabei, ja. Auch ein paar Ja. gute tatsächlich, ja. Ja, ich hätte schon zwei. Ja, zwei hätte ich auch. Wobei das eine sehr Aber eklig ist, ich eigentlich habe fast ich hab unerträglich ist. sogar recht viel gehört tatsächlich. Ich sehe schon, unsere Na Fahrräder habe ich du hast gehört, doch den hier, du Weltsprech. hast doch den Weltsprecher gehört, die Fahrräder, genau. Du warst so Oh, fleißig. die Liebe sucht ein Zimmer, Deutschland 2071, goldene Handschuhe. Die Hälfte hier schon fast durch. Ja, Chris Ohnemus, das kommt erst im Oktober. Naja, Na. ja, das war's mit den News. Und apropos Richtig. Oktober, das ist ja dann das nächste, was wir vor uns haben. Ja, Also, genau. wir machen jetzt den Deckel auf den Orcast 68 und freuen uns dann, euch begrüßen zu können, demnächst im Orcast 69. Genau, so machen wir das. Ja, dann macht's mal gut. Ebenfalls. Bis dahin. Tschüss. Ciao.